kann ich zum runter scrollen, dann gehe ich jetzt erstmal. Das ist jetzt gerade zu doof. Komme ich nicht rein. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das kaputt ist oder ob ich wirklich einfach zu blöd bin, dieses Ding zu finden. Ich muss nochmal gescannt werden. Nein. Hi. Yeah? Can I help you? Something the matter? Yeah? Can I help you? Help you? Kann ich mich nicht anspucken? Das wäre mal toll. Your destination. Yeah. Bring up district analytics. Increased NCPD presence and activity has been reported in Haywood. No official statement has been forthcoming. Intercepted radio communications suggest MaxTac has been sent to the area. A widespread power failure has been reported in Santo Domingo. All other districts exhibit activity within expected parameters. Destination, Lizzie's Bar. Noted. En route. Ich finde toll, wie ich daneben die ganzen Aktienkurse sehen kann. This is N54 News Broadcasting with a breaking story for you. A conference of the European Space Council screeched to a grisly halt following a failure in a neural stabilization system.
5 European Space Council members are dead, while 3 remain in critical condition. Authorities are still looking into what might have caused this shocking incident. The council members were all wearing Biotechnica-provided devices. The corporation's representatives have, as yet, refused to comment. Our reporter is on the scene. We'll have updates on developments as they come to light. Stay with N54 News for the latest. Yes? We weren't scheduled to connect till the end of the week. Quantified Satori received notification of a somewhat troubling biometric reading. I felt I should call. Is everything in order? Things are dandy. Everything is. Just think back to our last session. The neuromotor relaxation exercises 3 times a day, they'll soothe and lift your spirit. I know this. Sure, okay. See you later. Ich habe einen Life-Coach. Das ist ja cool. Genieß gerade so ein bisschen die Aussicht. No designated landing site has been detected at the destination. Find a spot close to the bar, as close as you can. Fuck procedures. Initiating landing sequence based on new parameters. Ist das Lizzie's Bar? Psycho suit. This looked like a landing pad to you. Could have fucking crushed us. Jesus Christ. Okay, no, hey, we ain't looking for no beef with you. Alter, du spielst mit Sandalen und Alufolienhose. Leave me alone. I want to punch you in your face. Oh, and why is this happening? Kartenspiel. Hier liegt eine unsichtbare Hose. Ich kann sie rumschieben. Dose. Das kann ich auch aufheben, ne? Verleiht dir den Zustand Sättigung, der deine maximale Gesundheit um 5%, deine Gesundheitsgeneration außerhalb des Kampfes 0,5% erhöht. Für 450 Sekunden. Ach, da vorne ist eine Karte. Habe ich gar nicht gesehen. Also hier neben dem Mülleimer. You have any idea who I am? Fucking Dotsu. Hast du eine Idee, wer ich bin? Well, don't got all day.
expecting something? Gibt's... Was? Sind das die Karten von hier? Nee, das sind Tarotkarten. Ach, das wollte ich nicht. Rucksack. Ich habe irgendwie Zeug aufgesammelt, aber ich habe doch nichts. Kleidung, Junk. Oh, ach, all items. Ach, ich habe Klamotten. Warum habe ich zweimal dasselbe? Das gleiche. Manchmal schwören da, was manche schwören darauf, dass sie besser als Pillen funktionieren. Billiger sind sie auf jeden Fall. Das ist Junk. Die Karten leider auch scheinen nicht gezinkt zu sein. Ein paar Karten fehlen für ein komplettes Set. Na, das ist ja großartig. Die Türsteherin ist cool. Hi. What the fuck you doing? Halt ein Auge auf den hier. Nur geschäftig hier. I don't want any trouble. Just here on business. Good to hear. Darf ich rein? Welcome to Lizzie's. Danke. How's it going, honey bun? Mwah. If you got something to tell me, say it. Don't just stand there like a limp dick. Yeah, got something to say? Dein Burger klitscht. Du bewegst deine Lippen nicht. Grandios. No future. Denn? Sieht aus wie Karten. Wie ein Kartenspiel, was da hängt. Oh, das Poster ist cool. Mit der Geisha drauf. Oh, das ist aber auch cool. Fixer. Ich darf das Klo gar nicht benutzen. Wie langweilig. Darf ich es jetzt benutzen? Nein. Hey! Bushido und der Neopostmodernismus. Das Bushido-Franchise ist ein Lackmustest für unsere Generation. Diese bahnbrechende Filmreihe entlarvt das gesamte Spektrum der amerikanischen Gesellschaft in all ihrer Schönheit und Hässlichkeit und weist meisterhaft auf die größten Probleme unserer neomodernen Zeit hin. Schnell laden, nie sterben, war auf seine eigene Art ein lebensbejahendes Generationsmanifest. Lebendige Farben, zittrige Kinematographie
was auch immer das ist, sowie die allgegenwärtigen Blut- und Hirnsprengeffekte. Was für Sprengeffekte? Blut- und Hirnsprengeffekte bezeugen die außergewöhnliche Selbstwahrnehmung des Regisseurs, der einmal in einem Interview sagte, dass er es verdammt nochmal liebt, wenn heiße Frauen die bösen Jungs auseinandernehmen. Kein anderes Konzept beschreibt besser das unterschwellige Gesellschaftsethos, das zum Erscheinungstermin von Bushido 3 vorherrschend war. Besonders bemerkenswert ist das in allen Teilen wiederkehrende Implantatbombenmotiv. Das wiederkehrende Implantatbombenmotiv, mittels dessen der Protagonist die Realität immer wieder aufs Neue interpretiert. Sorry, Genen. Ein Beispiel für die makellose Implementierung dieses Grundsatzes taucht im neuesten Film der Reihe auf. Bushido X oder Bushido 10 ist es, glaube ich. Fade to Black. Und die Szene, in der das mächtige Wesen Gorira dem vom absolut genialen Tim Kelly gespielten Titelhelden Jake den Arm abtrennt, demonstriert auf brillante Art und Weise die Dualität des menschlichen Daseins. Einerseits verliert Jake seinen kybernetischen Arm, ein Symbol sowohl für seine tragische Vergangenheit als auch den techno-ontologischen Konflikt, der in seiner Seele tobt. Andererseits ist genau dieser Verlust letztendlich der Grund für Goriras sensationelle Explosion in 1000 Stücke. Wie lässt sich diese schlussendliche Auflösung des Körpers des Antagonisten in einer wahren Blutorgie interpretieren? Es ist ein metaphorischer Verzweiflungsschrei, eine Manifestation der persönlichen Grenzüberschreitung des Helden. Alter, was ist das denn für ein Gewäsch? Sorry, nochmal, muss nochmal gehen. Die Körperfragmentierung könnte ebenso das Fragmentierung ebenso als Fragmentierung des Verstandes des Individuums betrachtet werden, was allerdings folgende Frage aufwirkt: Um wessen Verstand handelt es sich? War womöglich alles, was der Zuschauer von Jakes Kampf sah, eigentlich seine in Gestalt eines Monsters verkörperte Angst? Gab es vielleicht gar keine epische Schlacht mit besagtem Monster, sondern handelte es sich die ganze Zeit um Jakes Kampf gegen sich selbst? Könnte seine ganze Geschichte nur die Manifestation eines cyberpsychotischen Traumzustands sein? Inmitten all der Tiefe und Feinheiten, die diese Filmreihe seit ihrem Anfang begleiten, ist ein Fakt unumstritten. Bushido hat die Welt des Kinos für immer verändert und geprägt. Was für ein Schwachsinn. Wollen wir einen Schluck trinken? Ich mag die kleine Minimap. Das Gebiet ist sicher. Fuck to death. Schöne Tapete. Für eine geile Mucke. Sorry. Also für alle, die das echt kacke finden, aber so gut. Ain't nothing for free. I'm just getting started. $10 für was denn?
Was Chromanicor? Was? Kappe? Bitch! Wie 13 Kappe mit Titan Mikroimplantat. Ah. Verringert Bewegungstempo, verringert Treffsicherheit. Kann aber verkaufen. Benutzen kann ich das Ding leider nicht. Die Rückkehr des Vampirkönigs. Ich habe schon wieder aufgehoben, statt zu lesen. Monsterjäger, nehmt euch in Acht! Turbo Dracula ist ein finsteres, verstörendes und tiefgehendes Actionspiel, in dem man in die Rolle des plasmahungrigen Königs der unauffälligen Bisswunden höchstpersönlich schlüpft. Dracula. Er ist wieder auferstanden und zwar diesmal als Digiklon im Chromkörper. Seinem Appetit auf Blut tut das keinen Abbruch. Gemeinsam mit den Nachfahren einer uralten Blutlinie bekämpft er die zwielichtige Helsinkorp, die von den dämonischen Manchester-Brüdern angeführt wird. Mit Hilfe genetisch modifizierter Werwolf-Zombies wollen diese Brüder die Weltherrschaft an sich reißen. Dracula steht vor schwierigen Entscheidungen. Zum Beispiel, ob er seinen alten Freund Viago wiederbeleben oder sich in eine seiner Gegner verwandeln soll. Ein poliertes Echtzeit-Kampfsystem mitsamt nicht-linearer Story bescheren dem Spieler einen großartigen Singleplayer-Modus. Während ihr euch im Multiplayer mit euren Chombas zusammentut. Ist das ein anderes Wort für Freunde? Die in die Haut des grüblerischen Varney oder des blonden Fanlieblings Herbert schlüpfen. Ja, wer kennt nicht Herbert aus Dracula? Ich werde natürlich keines dieser Enden spoilern. Ja, es gibt mehrere. Verrate aber so viel. Lady Carmilla Hufen Bathory ist ohne Zweifel die fesselndste Figur eines Jahrhundert Jahre Videospiels. Lady Carmilla, vor allem Carmilla, Rowan Bathory ist ohne Zweifel die fesselndste Figur aus 100 Jahren Videospielgeschichte. Basta. Jetzt wisst das. Basta. Einfach nur Pasta. Irgendwie fällt sie. Wie machen die Flaschen komische Shapeshifting-Dinger?